English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute für euch, ein heller Tiger-Python, Python Molurus, beziehungsweise früher hat man Python Pimbura dazu gesagt, beziehungsweise die Tiere aus Verbreitungsgebiet Sri Lanka hat man Pimbura genannt. Dieses Tier hier ist aus einer Linie, das wohl ursprünglich aus Sri Lanka kommt, also in dem Fall ehemals Pimbura. Nach der neuesten Nomenklatur Python Molurus, also man unterscheidet nicht mehr zwischen Molurus und Pimbura, man hat es als eine Art bestimmt. By the way, mittlerweile Art, früher waren es Unterarten, ne? Da hieß es Molurus, Molurus Molurus und Molurus Bivitatus. Mittlerweile wird es als Art gesehen, es gibt den Python Bivitatus und den Python Molurus, wie jetzt in dem Fall. Man sieht schon, denke ich, auf den ersten Blick, dass der helle Tigerpython anders aussieht wie der dunkle. Er ist von der Farbgebung her eher bräunlich-beige oder karamellfarben. Also ich glaube, man kann es gleich im ersten Moment unterscheiden. Wurde früher viel gezüchtet, jetzt die letzten Jahre sieht man immer weniger. Die Tiere sind auch WA1 Anhang A, was das Züchten gleich wenig, sage ich mal, komplizierter macht, beziehungsweise nicht das Züchten, aber dann hinterher mit den Babys. Ne, man braucht entweder Fotozytes, beziehungsweise man muss die chippen. Also wenn ihr euch so Tiere zulegt, helle Tigerpythons, ihr braucht oder achtet darauf, dass natürlich eine gültige Zytes dabei ist. Wie gesagt, entweder mit Mikrochip oder mit Foto. Aber dann sind es tolle Terrarientiere, werden auch nicht so groß wie der dunkle Python, wie der dunkle Tigerpython, werden nur so bis circa 3 Meter. Ja, tolles Terrarientier und mein Intro-Tierchen für euch heute. Wir haben eine Neuerung und zwar haben wir uns mal über künstliche Intelligenz haben wir uns ausspucken lassen, welche Themen denn für Reptil-TV interessant wären. Ne? Also wir machen ja oft Aufrufe, Reptilien-ABC oder Frag Stefan und was weiß ich. Jetzt haben wir gedacht, jetzt lassen wir mal die künstliche Intelligenz entscheiden, welches Thema wir nehmen. Und die künstliche Intelligenz hat ausgespuckt Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung im Terrarium. Wäre ein spannendes Thema, das jeden interessiert sozusagen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt drauf, ob die KI recht hat oder nicht. Ihr könnt gleich mal unten anfangen mit Posten, so nach dem Motto, so ein Quatsch. KI weiß doch gar nichts oder, naja, logisch, wenn so ein, also Hintergrund ist ja, wenn natürlich so und so viele Leute googeln, was ist die richtige Temperatur im Terrarium oder was ist die richtige, wie reguliere ich die Feuchtigkeit im Terrarium richtig? Also in dem Fall macht es vielleicht sogar Sinn, dass man die KI fragt. Also im Nachhinein habe ich mir gedacht, naja, klar, das ist schon was, was jemand interessiert, der Terrarien hat. Ne? Also so kam das Thema zustande. Und wenn ich dann ein Terrarientier habe, sei es hier entweder so einen Königspython oder eine Bardagame oder Kornatter oder was immer ihr habt, Kronengeckos sind gerade recht populär, was auch immer ihr für ein Terrarientier habt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit muss stimmen und die muss reguliert werden. Das Klima generell besteht ja aus 3 Sachen vielleicht, ne? Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Licht. Das Licht, das ist ein extra Thema, da haben wir auch schon einiges drüber gemacht, könnt ihr in die Folgen reinschauen. Beleuchtung von Terrarien, das lassen wir heute mal außen vor. Heute kümmern wir uns nur um Temperaturregelung und Feuchtigkeitregelung. Ne? Ein wichtiger Punkt vorneweg, betrachtet das Terrarium als ganze Einheit. Ne? Wenn ihr irgendwo hört, da soll es 30 Grad drin haben, dann ist natürlich nicht gemeint, dass es unter der Lampe 30 Grad hat oder auf der Heizmatte 30 Grad hat, sondern damit ist gemeint, dass in dem Terrarium eine Temperatur von 30 Grad herrscht. Das heißt, die Ecke rechts oben, die Ecke links unten, vorne, hinten soll überall Minimum 30 Grad sein. Ihr habt dann natürlich verschiedene Temperaturen oder auch ein Temperaturgefälle durch das, dass ihr ja die Temperatur herstellt. Ne? Dann hat man sozusagen Sonnenplatz und Schattenplatz.
wenn irgendwo in der Literatur oder im Internet oder was weiß ich von 30 Grad gesprochen wird, dann meint man eigentlich den Schatten. Ja? Das ist wie im Sommer, wenn ihr im Urlaub seid und es hat draußen 30 Grad, dann sind die 30 Grad nicht in der prallen Sonne, sondern im Schatten. Das ist die Lufttemperatur im Schatten. Ja? Das einfach vorneweg, dass euch das bewusst ist, dass wir von Schattentemperaturen reden. Zum Heizen bieten sich eigentlich zwei Sachen an. Wenn ich jetzt einen Sonnenbewohner habe, wie eine Badergame oder eine Schildkröte oder sowas, ne, die Licht und Sonne braucht, die heize ich über die Lampe. Ja, da mache ich eine entsprechende, in der Regel UV-Lampe, übers Terrarium drüber und damit heize ich auch das Terrarium auf. Ne. Das ist der eine Part, da wären wir aber wieder eigentlich beim Thema Licht, ne, wenn ich das Licht nutze, um das Terrarium zu heizen. Wenn ich nicht über die Lampe heize, das heißt bei eigentlich fast allen Schlangen machen wir es so, bei einigen Echsen machen wir es so, dann verwende ich oder tut man jetzt seit vielen Jahren diese Heatpanels verwenden. Ne, gibt meiner Meinung nach oder meiner Empfehlung nach gibt es eigentlich zwei gute Sorten von Heatpanel, entweder die Reptisu, die sind relativ länglich, ne, wie man hier sieht, das ist die mittlere Größe, oder es gibt diese Chicken Heatpanels, das sind diese hier, also die silberne Seite ist die warme, das ist die kalte Seite. Nur als kleine Randbemerkung zu den Heatpanels, wieso ich da gerade wegen so rumeier. Es gibt auch noch andere Heatpanels bis 100 Watt. Meiner Meinung nach, diese bis 100 Watt werden zu heiß. Ne? Die sind ein bisschen größer, also das Heatpanel hat 40 Watt. Das mit 100 Watt ist gleich ein größer, 50 oder 60 Zentimeter, hat 100 Watt. Ich glaube, die 100 Watt sind zu viel für diese Fläche. Ne? Dann wird das Heatpanel zu heiß. Ich habe einerseits die Gefahr, dass sich das Tier verbrennt oder dass das Heatpanel durchbrennt. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwelche anderen Heatpanels schlecht machen, sondern ich will damit nur erklären, dass ich glaube, dass diese zwei Sorten von Heatpanels die sind, wo Sinn machen. Früher hat man auch viel über Heizmatten und Heizkabel geheizt oder mit Keramikstrahler geheizt. Macht, würde ich sagen, kaum noch jemand in der Terraristik, weil man gemerkt hat, dass über diese großflächigen Heatpanel ein viel besseres Klima entsteht. Hintergrund ist einfach, dass ich die Energie eben auf eine relativ große Fläche verteile, nicht irgendwie auf einen kleinen Strahler oder auf ein dünnes Kabel, das dann vielleicht zu heiß wird. Und ich heiz von oben oder von der Rückwand. Früher eben diese Heizkabel und Heizmatten hat man unter das Terrarium gelegt, hat man einen Hitzestau produziert, weil die Matte lag unten, dann war das Streu oben drauf. Das Streu isoliert ja relativ stark, konnte die Hitze nicht richtig entweichen, hat man einen Hitzestau gehabt, hat es gebrannt oder die Glasscheibe vom Boden ist geplatzt oder irgendwas. Macht man mittlerweile auch nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, Heatpanel, Rückwand oder Decke, das ist perfekt. Decke meiner Meinung nach nur sinnvoll bis 50, vielleicht maximal 60 Zentimeter, weil rein physikalisch ja die Wärme aufsteigt. Ne? Habe ich jetzt ein Terrarium, das 80 hoch ist, ich mache da oben ein Heatpanel hin, kommt unten bei den, also die 80 Zentimeter Tiefe oder 70 oder selbst bei 60 wird es schon knapp, kommt unten nimmer viel von der Strahlungswärme an. Ne? Dann muss ich das Heatpanel nehmen und an die Rückwand hinmachen, an die Rückwand am besten hinten unten. Sieht optisch vielleicht nicht so schön aus, wenn ich ins Terrarium schaue und so ein Heatpanel sehe, aber muss ich machen, weil physikalisch die Wärme aufsteigt. Also das haben wir als Heizquelle. Das muss natürlich die entsprechende Wattzahl haben. Da gibt es wegen so Faustregeln dazu. Bei uns auf der Webseite haben wir da irgendwie so eine Faustregel, wie viel Watt an Heatpanel für welche Terrariengröße, kann man das nachlesen. Beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gern uns fragen oder befreundeten Terrarianer fragen oder könnt es unten in den Chat reinschreiben oder könnt uns eine WhatsApp schicken. Können wir euch gerne helfen, wie viel Watt ihr für welche Größe braucht. Und da das Thema heute ja auch die Regulierung von der Temperatur ist, habt ihr ein kleines, einfaches Terrarium, dann kann es unter Umständen reichen, wenn ihr das Heatpanel reinmacht. Und je nach Terrarientier habe ich eine Natter, kann ich das einfach alles ausmachen. Also die meisten Nattern, Kornnatter als Beispiel oder Königsnatter, da können wir die Nachttemperatur deutlich runtersenken auf Zimmertemperatur. Da schaltet ihr das Heatpanel am Tag ein, macht es nachts aus und alles ist gut.
Habt ihr ein tropisches Terrarientier, wo es nachts auch warm braucht, dann lasse ich die Heatpanel 24/7 laufen. Hab eine leichte Nachtabsenkung durch das, dass es ja in der Wohnung im Zimmer nachts auch kühler wird. Dadurch wird es auch im Terrarium entsprechend etwas kühler, habe ich eine leichte Nachtabsenkung. Das ist so die einfache Methode, wie ich es machen kann, wenn ich wirklich mit Low Budget da am Einstieg bin. Wenn ihr es besser machen wollt, gibt es die Thermostate. Diese Thermostate haben zwei Kanäle, einmal Tag, einmal Nacht. Dann stelle ich ein, Tagtemperatur 30 Grad, ist so eine klassische Terrarientemperatur. Nachts, je nachdem, Königspython zum Beispiel 26 oder 27, habe ich eine Natter, stelle ich vielleicht auf 20 Grad. Das kann ich über die Thermostate wirklich super regeln und dann die Tag- und Nachttemperatur von der Zeit her, also mache ich meinetwegen von 8 bis 8 Tagtemperatur und dann abends 20 Uhr bis morgen um 8 die Nachttemperatur. Ne? Da kann ich das perfekt einstellen und kann dann diese Temperatur wirklich super die Woche über oder den Tag über regulieren. Dann haben wir das Thema Luftfeuchtigkeit. Natürlich in der Terroristik auch ein großes, wichtiges Thema. Der Klassiker, die Pflanzenspritze. Ich pumpe ein bisschen und sprühe und mache das am Tag 2, 3, 4 Mal, je nachdem, wie viel nötig ist. Sprühe die Pflanzen ein, beziehungsweise jetzt muss ich 2 Schritte zurückrudern. Fast alle Terrarientiere wollen ja eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und selbst die Tiere, wie jetzt, oder selbst ein Wüstenbewohner, trinkt diesen Morgentau. Also da muss ich aussprühen, weil die Tiere diesen Tau trinken. Also ich würde sagen, so ziemlich in jedem Terrarium brauche ich irgendwas zum Sprühen, sei es, dass es die Tiere trinken oder eben damit ich die Luftfeuchtigkeit höher bekomme. Ne? Viele Terrarientiere haben 50, 60, 80% Luftfeuchtigkeit. In der Wohnung hat man zwischen 10, 20, vielleicht 30%. Also muss ich da einiges nachlegen. Ja. Da ist diese Pflanzenspritze das einfachste Hilfsmittel. Der Vorteil ist vielleicht, wenn ich das so mache, dann gucke ich auch ins Terrarium, da gucke ich das Tier an, geht es dem Tier gut, ist alles okay, sieht alles okay aus, stimmt die Temperatur, habe ich alles besser im Griff. Möchte ich das alles wenn automatisieren, dann komme ich um solche Beregnungsanlagen nicht rum. Gibt mittlerweile wirklich sehr gute Beregnungsanlagen, die eine tolle Qualität haben, die auch nicht wahnsinnig Krach machen. Also Reptisu hat da wirklich ganz tolle Sachen entwickelt. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie ich das Ganze steuere. Ich persönlich bin ein Wahnsinnsfreund von diesen Steuerungen. Da sind 3 Knöpfe dran, 3 Schalter dran. Der eine Schalter heißt wie oft am Tag. Der nächste Schalter ist wie lange. Und der dritte Schalter ist wie stark. Also da stelle ich ein, meinetwegen als Beispiel 24 Mal am Tag. Das heißt, dann geht diese Sprühanlage jede Stunde an, dann stelle ich die Zeit ein, dann sage ich, okay, gehe 5 Sekunden ein, dann sprüht die 5 Sekunden lang und dann steuere ich noch die Intensität, sage ich, sprühe volle Pulle oder sprühe nur ein bisschen. Und so kann ich zum Beispiel 24 Mal am Tag oder 12 Mal am Tag oder 8 Mal am Tag, je nachdem, wie ich es einstelle, sprüht es in meinem Terrarium. Dann brauche ich hier nicht mehr von Hand das immer machen, beziehungsweise ich kann in Ruhe arbeiten gehen und meine Beregnungsanlage macht es. Das finde ich eine echt tolle Lösung, die auch wirklich gut funktioniert. Es gibt eine zweite Lösung, das sind mit Hygrostat. Ne? Hier Hygrostat und hier ist irgendwie auch Digital Timer Hygrostat Humidifier. Da ist dann ein eingebauter Hygrostat drin, der die Luftfeuchtigkeit misst. Der misst, okay, es hat nur 50%, ich habe ihn auf 60 eingestellt, also muss ich sprühen, bis das wieder 60% erreicht hat. Also muss ich eine Beregnungsanlage in dem Fall anschließen, die da reinsprüht, bis es die 60% erreicht hat und dann geht der wieder aus. Ähnliches Gerät, bloß dass hier die Beregnung schon dabei ist. Da ist so ein Ultraschall-Luftbefeuchter dabei. Der Hygrostat misst zu wenig Luftfeuchtigkeit. Aha, du musst anfangen, in dem Fall nicht mit Sprühen, sondern mit Nebel. Dann macht der einen Nebel, bis die Luftfeuchtigkeit erreicht ist und schaltet wieder aus.
Das ist theoretisch ganz toll, praktisch kann es ganz toll sein. Bisschen das Problem ist, umso kleiner das Terrarium ist, umso schwieriger ist es. Bis die Technik reagiert, bis der Sensor von dem Hygrostat gemerkt hat, okay, du musst aufhören mit Sprühen oder du musst aufhören mit Nebeln, dann kann es sein, dass es schon zu viel ist in einem kleinen Terrarium. Ne? Habe ich ein riesiges Terrarium mit 1, 2, 3 Kubikmeter, dann ist das sicherlich eine gute Lösung. Habe ich ein kleines Terrarium mit 90 Zentimeter, ist schon viel zu viel Sprühnebel oder Nebel im Terrarium, bis der endlich merkt, oh, es ist zu viel und das summiert sich dann auf über den Tag. Dann, ehrlich gesagt, funktioniert es mit den Hygrostaten nicht besonders gut. Ja, da ist so eine Methode, wo ich das ja wirklich genau dosieren kann. Wenn ich ein ganz kleines Terrarium habe, dann sage ich, komm, mach dreimal am Tag 10 Sekunden, sprüh ganz leicht. Da kann ich nicht zu viel machen. Das Risiko oder das Problem habe ich bei kleinen Terrarien. Ne? Also ich selber bin eher ein Freund von dieser Seite wie von dieser. Das ist wirklich für ganz große Terrarien, wo man die Menge an Wasser, wo sich das dann relativiert. Zum Schluss, normalerweise präsentiere ich euch Literatur, gibt es über dieses Thema fast keine. Deswegen noch eine kleine Klugscheißerei zum Schluss, ne? So der Klugscheißer am Ende, das könnte man eigentlich als neue Regel einführen, so der Klugscheißer-Ding. Immer wieder heißt es, ich brauche noch einen Thermostat fürs Terrarium und dann kommen die Leute hier mit dem Thermometer an. Ja, also Thermostat ist das Wort Staat drin oder Hygrostat. Ne? Staat heißt steuern. Ja? Und dann gibt es Thermometer und Hygrometer und das Wort Meter kommt von messen. Ja? Also Thermometer tut messen, Hygrometer tut messen, ein Hygrostat und ein Thermostat tut steuern. Ja? Also, dass ihr diesen Fehler in Zukunft nicht mehr macht. Mein kleiner Klugscheißer am Schluss. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben, Kommentare reinschreiben. Hat es euch gefallen? Genau eben, das war, by the way, diese KI-Folge. Mal gespannt, hat die KI sich getäuscht, will es keine Sau sehen oder haben wir hier jetzt schon bald die erste Million an Views? Bin ich echt drauf gespannt. Bis zur nächsten Folge, bleibt mir treu und checkt my balls.